Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Wir sprechen heute nochmal über Navicator, denn da kam gerade eben eine Info raus, die sehr, sehr interessant ist. Nicht wundern, ich bin gerade schon auf dem Weg nach München-Gladbach, denn heute spielt Werder dort und ich bin auswärts mit dabei, habe richtig, richtig Bock. Aber gerade eben einen Artikel gelesen, könnt ihr gerne mal beim Werder Insider vorbeischauen. Dort habe ich das alles gerade aufgeschnappt gehabt. Wo Navicator sich äußert zu diesem damaligen Streik und eigentlich so durch die Blume hinweg gerne eigentlich noch eine Chance bei Werder hätte, wenn man so ehrlich ist. Natürlich kann man jetzt interpretieren kann man immer in verschiedene Richtungen, aber für mich klingt das schon sehr, sehr stark danach, dass Navicator eigentlich am allerliebsten eine zweite Chance bei Werder hätte. Wir sprechen jetzt mal in diesem Video darüber. Ich hoffe, das geht für euch mit dem Wackeln und mit dem Ton. Ich habe gerade das Ansteckmikrofon hier dran gemacht. Ich gebe aber mein Bestes. Ich glaube, dass das, hoppala, so ist vielleicht besser, dass das aber gehen wird, oder? Also ich glaube, das kriegen wir hin. Ihr könnt gerne direkt schon mal zu Beginn Däumchen da oben da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare reinschreiben. Denn das ist ja jetzt schon wieder ein Thema, wo man sagt, boah, schwierig. Ich finde allgemein, das Navicator-Thema zieht sich natürlich schon lange. Da war auch schon oft gesagt, ich glaube, da waren wir alle schon mal mit dabei, zu sagen, man hofft eigentlich, dass das Ding irgendwann einfach nur mal zu ist und dann fertig. So, das ist, glaube ich, eigentlich das Beste für alle. Das haben wir alle, glaube ich, die letzten Wochen immer wieder auch betont gehabt und gesagt gehabt. Von Werder-Seite wurde der Sack, sage ich mal, sehr, sehr schnell und sehr früh zugemacht, dass es da keinen Weg zurück gibt. Aber Navicator hatte jetzt einer Reporterin von der Bild, glaube ich, war das, WhatsApp-Nachrichten gezeigt, wo er sich tatsächlich bei der ganzen Mannschaft entschuldigt hat und auch nochmal einblicken lässt, dass das Ganze nicht so war, wie es den Anschein hatte, dass er nicht in den Bus gestiegen ist. Was das jetzt genau für Hintergründe sind, das weiß ich nicht. Vielleicht ist während des Videos schon die nächsten News raus. Könnt ihr gerne da unten ergänzend reinschreiben. Aber am Ende ist er nicht in den Bus gestiegen. Er hat also so oder so, egal wie, weshalb er das gemacht hat, weshalb wie das gemeint war, er hat die Mannschaft in dem Moment im Stich gelassen. Das ist so. Das ist ein Fakt. Eigentlich braucht man darüber auch nicht mehr groß diskutieren. Dass er sich jetzt doch entschuldigt hat, das muss man ihm zusprechen. Er konnte es ja sogar schwarz auf weiß belegen. Wir nehmen jetzt mal an, dass das wahr ist und machen da ein Häkchen dran. Dann ist es aber trotzdem noch so, dass nach dem Ganzen oder nach all dem natürlich Werder relativ schnell auch reagiert hatte und den Spieler suspendiert hatte. Man muss auch dazu sagen, wir haben schon einige Spieler gehabt, die auch mal einen Fehltritt hatten, die es danach, sage ich mal, leichter wieder hatten, in die Mannschaft zu kommen als bei Navicator. Allerdings waren das auch immer andere Sachen, die passiert sind. So, man nehme zum Beispiel mal an, wo Niklas Füllkrug und Clemens Ritz sich ein bisschen mehr als in der Wolle hatten im Kabinengang. Da wurde Niklas Füllkrug, ich glaube, damals für ein Spiel suspendiert und danach ist er eingeschlagen wie eine Granate. Ne? Also hat einen Riesenlauf nochmal gemacht. Auch Kruse hatte das ein oder andere Malöchen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, auch er wurde später wieder in die Mannschaft integriert und hat eingeschlagen. Wir hatten auch Spieler wie Arnautovic und Elias, gab da Autobahnrennen und so weiter. Also eigentlich müsste man meinen, wir können mit so Spielern. Aber natürlich verstehe ich auch, und ich glaube, das sieht auch jeder so, dass man jede Situation einzeln bewerten muss. Prinzipiell bin ich immer ein Freund davon zu sagen, hier hat man eine zweite Chance. So, bei Navicator kommt natürlich so das Gesamtpaket mit rein. Er hat einen Vertrag, der nicht so verkehrt ist. Gleichzeitig ist er leistungsbezogen. Das heißt, spielt er, verdient er auch deutlich mehr Geld. Dadurch, dass er gerade nicht spielt, ist das für Werder finanziell nicht so gravierend, wie wenn er spielen würde, so um sich zu zeigen. Auf der anderen Seite, er kann sich nicht zeigen, also kann er sich bei keinem Verein empfehlen. Er hat auch zu Hatayaspor, ich glaube Hatayaspor, hat er gesagt gehabt, dass er dort nicht hingewechselt ist am Ende, weil ihm die sportliche Perspektive gefehlt hat. Er möchte nicht Bremen verlassen auf Krampf, um Bremen zu verlassen, sondern wenn dann nur für eine neue sportliche Herausforderung, bei dem er sich auch wieder steigern kann, präsentieren kann. So. Das heißt, er will nicht einfach zu irgendeinem random Club gehen. Das heißt, er wird auch Sachen blockieren, muss man dazu sagen, weil er nicht einfach so Werder verlassen will. Das kann ich auch irgendwo verstehen. Das ist natürlich eine scheiß Situation für Werder, weil Werder hat die ganze Zeit ganz klar kommuniziert, hör mal zu, bei uns, da ist nichts mehr, sucht er einen anderen Verein. Jetzt ist die Frage der Fragen, sollte man das Thema nochmal aufmachen und tatsächlich sich an einen runden Tisch setzen mit Ole Werner, sage ich mal Clemens Fritz und sagen wir mal zwei Leute aus dem Mannschaftsrat. Das sind für mich die entscheidenden Säulen und natürlich auch wir Fans, aber eigentlich
ich sag euch, wie es ist, wir Fans und gerade wir Werderaner, ja, wenn ein Spieler alles zeigt auf dem Platz und sich den Arsch aufreißt, dann wird der schneller wieder empfangen, gut empfangen, als jeder gucken kann. Das ist so. Ich glaube, da gibt jeder von uns eine zweite, dritte, vierte Chance. Aber grundentscheidend hierfür ist für mich dieses klärende Gespräch, dieser runde Tisch, sage ich jetzt mal, das wäre für mich die vernünftigste Lösung von allen, indem Ole Werner sein Go gibt, zu sagen, ja, ich möchte nochmal diesen Neuanfang machen mit Naby Keita. Der Mannschaftsrat sagt, ja, pass auf, du wirst hier mit offenen Armen empfangen. Da muss man auch sagen, da hatte Stay ja schon mal Vorarbeit geleistet, indem er mal gesagt hat, sollte er nochmal die Chance bekommen, bla bla bla, dann wird er ihn auch mehr mit offenen Armen empfangen. Also wer sich noch erinnert, ist noch gar nicht so lange her mit Naby Keita, mit Stay das Interview. So, das, dann muss die Mannschaft das Go geben und Clemens Ritz, sage ich mal, das Go geben. Wenn diese drei Parteien alle sagen, Naby Keita kriegt nochmal eine neue Chance und er kann sich dann zeigen im Training und er schafft es durch Trainingsleistung wirklich ein Kandidat für die Mannschaft zu werden, dann glaube ich, werden wir alle davon profitieren, weil Naby Keita einfach aufgrund seiner Erfahrung natürlich viel, viel weitergeben kann. Und er ist auch in den letzten Wochen, Monaten nicht einmal verletzt gewesen. Ja, er hat auch nicht gespielt, hat sich individuell fit gehalten, aber trotzdem war er fit. Er hat auch Olympia gespielt gehabt und auch dort ist er fit geblieben, auch danach war er fit. Also auch den Medizincheck übrigens hat er ja bestanden gehabt, also auch da war er immer noch fit. Das sind alles gute Nachrichten, prinzipiell wirklich gute Nachrichten, was das zumindest angeht. Aber nochmal, die grundsätzlichen Säulen für das Ganze, damit das überhaupt funktioniert, sind ganz klar Ole Werner, Clemens Ritz, Mannschaftsrat. Die drei Komponenten müssen sagen, wir machen das, wir geben eine neue Chance, dann steht dir nichts im Wege. So sehe ich es zumindest. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das seht. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, hier gibt es auch sehr viele, die sehr straight sind. Also die sagen werden, nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es gibt auch viele, die sagen, komm, dann gib dir doch mal eine neue Chance. Am Ende hoffe ich, dass dieses Thema vor allen Dingen bald auch endet, sage ich mal. Und dass es eine vernünftige Lösung für alle gibt. Ich glaube, man wünscht niemandem was Schlechtes. Weder Naby Keita noch uns als Verein sowieso nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Also auch von beiden Seiten aus ist das, glaube ich, immer gut, wenn man sich da ja, auf einem guten Mittelweg, sage ich mal, einigt. Ne? Aber das ist jetzt mal so meine Einschätzung. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg nach Mönchengladbach. In 25 Minuten sind wir da. Ich denke, das Video wird auch erst dann online kommen. Auf der Autobahn ist es immer ein bisschen schwierig mit Uploaden. Heute Abend gibt es dann noch den Stadion-Vlog. Das heißt, ich werde natürlich einen Stadion-Vlog machen. Genau. Und den werde ich dann auf der Rückfahrt noch schneiden und hochladen. Das heißt, da zähle ich absolut auf euren Support. Ich habe mir auch überlegt, ich werde nochmal so einen Schal raushauen, weil das beim letzten Mal so gut bei euch ankam. Beim letzten Vlog werden wir das wieder machen bei dem Stadion-Vlog. Ich denke, das können wir eigentlich auch immer mal, so viele Stadion-Vlogs mache ich ja auch gar nicht im Jahr, immer mal machen, dass man da irgendwie ein bisschen was der Community zurückgibt. Das heißt, ihr könnt euch schon mal merken, später beim Stadion-Vlog schreibt ihr rein Hashtag Heimauswärts oder Eventschal und dann werde ich einen davon nachbestellen und nochmal in die Community raushauen. Die anderen vier sind ja raus, beziehungsweise einer noch nicht, denn es hat sich einer noch nicht zurückgemeldet. Sollte der sich in den nächsten Tagen immer noch nicht melden, werde ich den nächsten Gewinner anschreiben, weil der, ich glaube, Auswärtsschal ist es, liegt noch zu Hause. Der Heimschal ist jetzt auch auf dem Weg zu Johnny. Johnny, grüße nochmal. Der hat den Heimschal gewonnen, genau. Das waren auf jeden Fall Sachen, die ich euch nochmal sagen wollte. Ich habe ein gutes Gefühl in Mönchengladbach, das möchte ich auch nochmal festhalten. Mein Tipp ist 3-2 für Werder Bremen und ein gutes Spiel im Idealfall. Ne? So, ich bin jetzt raus, euer Nico, Däumchen oben nicht vergessen, Abo nicht vergessen und ciao, ciao.